Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück hier in 7 Days to Die in der Random Map. Die üblichen Verdächtigen sind dabei. Ich mache mal die Spielerliste auf. Ihr wisst es bestimmt schon, die Serenity. Hallo, ihr Lieben. Mit 70 Zombie-Kills, Frau irgendwie. Ja, schlecht. Schwierig. Mann, Mann, Mann. Ja. Ich wandle auf Spuren. Auf Platz 2, ja, ja. Jack Fleischhammer ist mit dabei mit 78 Kills. Oh, hallo. Hallo. Und da mit 44 immer noch mehr als der Minjas, der Wellcry. Ja, hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Wir wollten gerade die Aufnahme starten, sage ich, hier ist doch so rötlich. Ich habe Clay gefunden und zwar massig. Da nehme ich jetzt erstmal ein bisschen mit. Ach, Clay, Clay, wir müssen Zombies suchen. Wir müssen an den beiden dann vorbei, Minjas. Los, komm. Das schafft der Minjas im Leben nicht. Ey, ey, ey. Jetzt fällt mir die eigene Frau in den Rücken. Ja, irgendwas läuft hier schief. Ist es halt realistisch. Das ist aber auch gemein, also. Ja. Das heißt, es ist auch gemein. Merkst du? Ich leide so ein bisschen. So, ich bin hier in der Wüste und will ein paar Stahlbarren schlagen. Einfach nur, um Kraft zu kriegen für den Überlebenskampf. Was macht ihr denn so? Was plätschert hier denn so, verdammte Scheiße? Ich bin die Frau macht in die Ecke und es plätschert. In der Einöde und hol Eisen. Eisen, okay, ich bin jetzt diese in dem auch. Die Eisenträger da. Die Eisenträger, die zerklopfe ich auch gerade. Ja. Wellcry sucht nach. Unbekannten Gebäuden. Also du suchst ein bisschen die Map. Ja, ich renne hier gerade mal die Straßen entlang. Okay. Und Serenity? Ich stehe vor dem einen Airdrop, der. Ah ja, jetzt. Oh fuck, eine Biene. Ich habe die Armbrust nicht gezückt. Geh weg, lass mich kurz die Armbrust zücken, Biene. Ey, es ist fair, wenn ich nur kurz. So, jetzt. Komm her, Biene. Schon übel, wenn so eine. Sie sind zu zweit. Schon übel, wenn so eine Biene mit 60 Frames auf einen zukommt, ne? Oh, die ist viel zu schnell. Nein, ich hab vorbeigeschossen. Lad nach, Minjas. Lad nach. Ich treff doch wieder nichts. Nein, es ist abgetaucht kurz davor. Sag mal, sind die Bienen irgendwie intelligent? Ja. Ja, ja. Ich hab Angst. Also, das Gefühl hatte ich beim letzten Mal. Die sitzt ganz kurz davor, ist bei mir hochgezogen. Ja, die weichen aus, oder? Ja. Oh, ich bin schon wieder. Jetzt wird's knapp. Ich habe nur du noch musst drei auf Schuss. Die schießen, wenn sie dich anvisiert, wenn okay, die auf dich zugeflogen kommt. Okay, komm her, Biene. So Biene. So habe ich das zumindest in den Kommentaren von mir verstanden. Nein. Die stechen mich. Nicht angreifen. Ah, die schießt. Jetzt nehme ich meinen Hackebeil. Komm her, du. Die schießt Honig, pass auf. Oh, Mist. Glühenden Honig. Oh, ich treffe sie nicht. Ich bin schon fast kaputt. Ich bin schon fast kaputt. Ich sterbe. Ich muss weg. Ich fühle mich gerade ganz gut unterhalten, wenn ich das nein, so nein, anhöre. So wie die drei Fragezeichen. Oder so. Warte. Biene, sei brav. Ich bin noch ein Idiot. Wo ist man? Ich brauche Tabletten. Kann ich noch binden? Ich kämpfe gerade gegen 5, 6, 7. Nein, ist nur eine. Wenn man dir so zuhört, würde man auch sagen, ja, er braucht Tabletten. Entschuldigung. Hallo? Ich hau nochmal eine Bandage nach. Wow, was ist denn das für ein Felsen? Ach, okay, es poppt langsam von mir auf. Es ist doch mehr Felsen als ich. Hier ist im komplett flachen Land einfach so eine abrupte Art Steilküste. Komm her. Sieht ganz interessant aus. Oh, ich hab's erledigt. Du Biest. Ich habe noch einen Schuss gehabt. Aber die fängt wirklich abrupt an und hört abrupt auf. Nochmal, was bitte? Ich konnte gerade nicht zuhören, weil ich in Panik war. Bitte, was hast du? Mir ist so eine Art Steilküste vor mir, aber eine ganz kleine. Oh, cool. Sieht irgendwie knuffig aus. Ich mach mal ein Foto. Wäre das davon. Was für unser. Genau. Ihr könnt jetzt auf dem Kanal von Wellcry mal zuschauen und gucken, ob ihr da. Naja, es sieht ganz. Ist doch größer anscheinend. Warte mal, ich. Doch cool, also eine Steilküste finde ich ja als Bauplatz recht schick. Also, was ich ja vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen, als man die Screenshots bei Matt Mole auf dem Blog gesehen hat, da hat man doch gesehen, dass. Airdrop. Oh, ein Spucker. Komm, jetzt. Nicht. Wo? Schon wieder? Wir hatten doch erst. Oh, zweimal. Das ist direkt bei uns irgendwie, ne? Ich renn hin. Ich sehe nichts. Also, ich habe nicht gesehen, wo er was hat fallen lassen. Zweimal. Dreimal. Es sind drei Stück. Seht ihr sie nicht fliegen? Die leuchten orange. Ah, doch, da ist. Drei Stück. Ich gehe zu dem linken, beziehungsweise wer von unserer Basis steht, ist zum rechten. Ich kann es gerade nicht sehen, weil hier sind überall Bäume. Kann man hier rauf? Ich sehe nur zwei, ne? Ich sehe drei. Ach, okay, die sind bei euch hinten gedroppt. Ich bin ja schon, ja, okay, die sind weit weg von mir. Gut, dann gehe ich zum mittleren. Wer geht zum mittleren?
keine Ahnung, zu welchem ich gehe. Ich renne einfach auf einen zu. Hm. Also, ich seh nur zwei. Also was ich hier habe, ich bin jetzt einmal um diesen Felsen umzugelaufen. Da ist ein bisschen Metall in dem Felsen. Das könnte ich eigentlich gleich mal abbauen. Oben ist ein paar Schichten Clay reichlich. Also der Fels ist an der tiefsten Seite so 3 oder 4 hoch und hat aber nirgendwo einen Aufgang. Also man könnte oben drauf, könnte man theoretisch einen tollen Dachgarten anlegen. Aber so in den Fels reinbauen lohnt sich wahrscheinlich von der Höhe nicht irgendwo so. Okay. Aber es ist direkt an einem See gelegen. Es liegt aber überwiegend auf dem Trocknen. Scheiße, was schmeiß ich denn jetzt weg? Das meiste davon liegt auf dem Trocknen und unheimlich viel Kohle ist drin. Aber ist gar nicht so und ist auch nicht so weit weg von da, wo wir jetzt sind. Also kann theoretisch mal jemand hinlaufen und sich das angucken, wenn er Lust hat. Okay. Alles klar. Machen wir gerne. Komm gleich zu dir. Ich würde nur kurz den Airdrop looten. Jojo. Oh, da ist er. Also ich denke mir, man findet bestimmt noch schönere Stellen hier. Eigentlich wollte ich ja gucken, ob ich andere Gebäude finde. Naja, ein Bauplatz ist ja auch kein schlechter. Ich meine, bevor wir uns jetzt da großartig noch weiter ausbreiten. Und wenn es hier in der Nähe ist. Was ich ganz cool finde mit 2 Häusern, irgendwie persönliche Meinung. Okay. Ja, wir können ja ein Sommerhaus machen am See. An der Klippe. Da habe ich gerade was gesehen und den anderen halt da nicht. Einen sehe ich, da laufe ich gerade zu, aber den einen habe ich aus den Augen verloren. Einer dampft hier noch. Okay. Da geht aber irgendwo jemand gerade hin. Oh, ist wie damals in Rust. Pass auf. Bin da. Was, die Waffe jetzt zick. Oh, 6 Wasser waren drin. Das ist doch, naja. So nett, die Leute. Ja, wirklich, dass die uns das hier bekommen lassen. So, ich komme wieder zurück. Ich habe hier nämlich auch noch Freunde. Okay, dann sehe ich den anderen. Ich habe 2 gelootet, also, aber das hat sich nicht wirklich gelohnt. Also in dem anderen war ein bisschen mehr drin. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, was drin war. Du fettes Stück, jetzt verreck endlich. Verdammt. So kannst du mit mir auch nicht sprechen. Also, finde ich das eine Unart. Ja. Jeden Tag. So. Oh, ein Wasser hast du. Echt. Fettes Dreckstück, Mann. Alter, Freund. Jack. Ja, ich find's kacke. Das muss ich täglich ertragen, ja. Ja, ist schwierig. Ich weiß nicht, wie du es machst auch. Ja. Nerven die Bedienung. Ich wäre immer ganz kurz davor, sie anzuzeigen. Einfach. Wegen Verleumdung. Ja, genau. Über Nachrede. Boah, komm, ey, jetzt geh doch mal hier. Ach, wow, mal. Scheiße, der ist voll und ich hab Dreck. Ja. Okay, die Hose schmeiß ich weg. Hast du die Hose gemacht? Ja, genau. Die Hose kann ich wegschmeißen. Die Pillen packe ich in die Tasche. Hier sind 10 Antibiotika drin, dafür schmeiße ich die Sticks weg und ich schmeiße... Du hast 10 Antibiotika? Und ich schmeiße die Dinger hier weg, ja. Im Airdrop oder wie? Ja. Oh, nicht schlecht. Das ist gut. Das ist super, weil das braucht ja ewig zum Herstellen. So, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt sortiere ich erstmal um. Ich packe das Essen nach... Nee, die Antibiotika sind. Den Airdrop oben. Auf der Straße hat noch keiner von euch den zufolge. Ich habe hier einen auf dem... Das waren nur 3. Wie viel hast du denn gefunden? Waren da doch mehr als... Nee, ich sehe es wahrscheinlich bei dem am Wasser. Wir hatten ja vorhin schon mal 2. Und einen davon habe ich wahrscheinlich gelootet. Also ich habe mich jetzt entschieden, doch Felsen zu klopfen, weil ich da ja noch anderes Material rauskriege, außer nur das Metall. Eben, ja. Das Blutdarmfelsen. Sag mal, seht ihr das genauso? Ich meine, früher waren wir doch die Wühlmäuse und haben uns... Also ich kann mich an den Anfang erinnern, regelmäßig eingebuddelt. Das ist ja gar nicht mehr notwendig eigentlich. Nicht so wirklich, nee. Nee. Eigentlich schade. Ja, genau. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Mir geht da so ein bisschen was ab. Also, was kriegt man denn in Erden noch? Tungsten, oder? Oder Wolfram, oder was war das? Ja. Naja, gut. Also, wenn du nennenswert Metall haben willst, ne? Also in größeren Stücken, also eine Eisenader zu finden, ist schon wertvoll irgendwo, ne? Für Blei musst du ja mittlerweile 60 Block tief. Ah. 60 Block tief, okay. 60 Block tief für Blei. Nee, war mal von 0 bis 20 war Eisen, von Eisen und Kohle, ab von 20 bis 40 war Potassium, von 40 bis 60 war Blei und darunter ist Tungsten, genau. Okay, ich muss noch ein bisschen durchschnaufen hier. Oh Mensch, der Kampf gegen die Biene, so ein Drecksvieh. Das hat mir echt das Leben schwer gemacht. Ich muss echt mit der Armbrust üben. Boah. Das ist immer, weil ich ihm... Ich geb dir gerne mal eine Lehrstunde. Ja. Weil ich schieße ja mittlerweile besser als du.
Also ich kann mich da an den Stream erinnern, wo Minjas doch glatt hier den einen oder anderen Kill recht also, leicht aus dem Ärmel geschüttet hat. Aber nicht in dem letzten Livestream. Da habe ich nicht eingekillt, meine ich. Möchte ich sagen, doch, klar. Echt? Ja. Okay, na gut, ich habe... gesagt hab, übel. Wo du noch gesagt hast, Minjas, bist du es? Gib Minjas zurück. Oder so war es gewesen, ja. Ja, Valkyrie hat ja gedacht, ich mach's mal ein bisschen schwieriger und hat noch einen Stream angeworfen. Ja, genau. Und hat somit seinen Skill massiv erhöht. Wie sagt man das? Sein Handicap, so, und das wollte ich sagen, nicht sein Skill. Ja, das war etwas schwierig. Ach, also im Let's Play würde ich es schwierig finden, muss ich sagen, aber im Stream geht das. Ja gut, da wollten wir auch den Abonnenten eine Chance lassen, ne? Genau. Jackie hat das zwar nicht ganz verstanden, aber... Nee, das war eine Absprache, da warst du nicht da. Tut mir leid. Könnt ihr wissen. Aber wie gesagt, die Szene mit den Landminen, Hammer. Das muss man nochmal als Special irgendwie rausziehen, ja. Weil vom Weiten sah das auch so cool aus, weil du so, ha, einen, ha, den zweiten und den dritten auch noch, voll gefeiert. Das war echt geil, wie sie hinter dir her sind und irgendwie... Ja, da haben sie bestimmt im TS haben sie bestimmt abgefeiert, wie sie mich gleich haben. Ja, genau so. Oh, das tut mir leid. Was macht man eigentlich mit dem ganzen Stein? Können wir das irgendwie sinnvoll verbraten? Und ja, zum Beispiel. Daraus machen wir Schadenstone und daraus machen wir. Pfeile. Ne? Pfeile, ja. Naja, aber so viel Stein. So viele Federn findest du ja gar nicht im Verhältnis. Natürlich. Och, ich hab 280 gerade dabei. Was? Ich hab 79 und noch 8 Pfeile sind gerade leer. Ich hab gerade keine Feder mehr dabei, weil ich die alle schon zu Pfeile verarbeite. Ich hab gesagt, der Debug-Mode ist nicht zum Cheaten da. Ja. Nee, du, wenn du unterwegs bist und Nester finde ich ganz gut. Ich bringe auch ein bisschen Hirsch mit. Boah. Ach komm, das war jetzt aber mein Problem. Ich komme jetzt nochmal. Was macht ihr überhaupt für komische Bewegungen, Hirsch? Wow, ich habe schon 204 Iron Fragments. Wie viel Iron Fragments braucht man pro Barren? 8 oder so? Ja. Weiß man nicht, ne? Weiß nicht, aber ansonsten Stahlträger kloppen in der Stadt. Ja, das ist, also man hat einfach... Weil die bringen richtig viel halt, ne? Und schnell halt. Na, ein Barren hatte der... Ja. Vor allen Dingen, die liegen ja alle direkt nebeneinander, die Dinger, weißt du? Ja, von allen. Komm nach Hause. Du musst die ja gar nicht lange suchen. Steine liegen ja dann doch noch ein bisschen auseinander, ne? Also ich habe im Moment einen Stein nach dem anderen. Also ich baue einen nach dem anderen ab. Ja. Also ich weiß halt nicht, natürlich für die Pickaxe könnte es eventuell nicht so, oh, da muss ich auch dran denken, die zu reparieren. Nicht wie im Livestream, wo ich unsere eigene einzige teure Pickaxe zerschrottet habe. Also sie haben ja halt mehrfach geschrieben, Stahlträger sind das Effizienteste und das stimmt ja auch irgendwo so, aber weiß es gar nicht, die Stadt ist nicht so weit weg, ne? Das stimmt. Also das mit der zentralen Stadt finde ich zwar nicht schlecht, aber für diesen Survival-Aspekt finde ich es nicht gut. Ja, vor allem, weil man daneben spawnt, das ist das Doofe. Ich glaube, das wäre nicht schlimm, wenn die irgendwo wäre und du die aber erstmal entdecken musst. Die Stadt, die große? Ja. Ja, ich. Oder es müsste eine Option geben, dass diese Stadt gar nicht vorkommt. Also, weißt du, dass sie. Ups. In mehrere kleine verteilt wird. Oder so. Na ja, gut, es gibt ja kleine Städte. Ohne Stadt ist blöd. Warum? Ja, in was für ein Land. Boah! Shit, ist der doch schneller, als ich dachte. Verdammt. Ach so, nein, ich meinte nur die zentrale Stadt, dass man die abschalten kann. Weil irgendwie finde ich es zu leicht. Weil du findest ja viel zu leicht Material. Weißt du, was ich meine? Ich finde jetzt diese große Stadt, du bist halt viel zu schnell mit dem Material ausgestattet, was du gegen eine Verteidigung von Zombies brauchst. Aber ich glaube, deswegen sind die auch schwerer eingestellt. Boah, weil Mann. Ja, natürlich schwieriger wird, da gegen die ganzen Zombies klarzukommen. Kommst du klar hier, Valkyrie, oder bist du Serendipity? Nee, wir sind eben nur die Pfeile ausgegangen, das habe ich dann, und dann wollte ich craften und dann war der Zombie doch schneller, als ich dachte. Kann es sein, dass wir jetzt überhaupt nicht dran gedacht haben? Was machst du hier mit mir? Gar nichts, ich weiß nicht, was du willst jetzt. Ganz kurz, haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, was anzupflanzen, ne? Ich habe meine beiden Mais aber in die Kiste gelegt. Könntet ihr also machen. Es dauert halt ein bisschen, bis das wächst, ne? Ja, ich habe die Ho, ich würde halt gerne den Garten. Jack, hast du noch Zaun? Was? Zaun? Nee, Zaun ist alle. Zaun ist verbauen. Dann fahren wir zu Obi. Praktiker gibt's ja nicht mehr, hat er zugemacht.
So, könnte eine Hunting Rifle basteln, Alter. Geil. Ja, weil ich den Kram da gerade reingelegt habe. Grazie. Ja, du bist doch mehr so grob, so TNT. Nee, also ich bin da eher Hauptsache schießt. Von dem Zeug ist er weg. Hauptsache schießt, also du meinst überhaupt irgendwie was töten. Ja, ich mache erstmal hier ein bisschen Mold. Hier, mein Freund, ne? Ich bin der Herrscher über Antibiotika, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Ich habe 8 ne? Stück, lass mir Ruhe, hau ab. Nächste bitte, Stück. Komm, setz dich wieder hin. Ich habe 8 Stück, ich habe Ruhe, verbinde Plätze da! Wellcry? Ja? Warum haben wir die beiden jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht mehr genau. Für die Quote, für die Quote. Ach, für die Quote, Quote, ja. Wem soll ich in die Eier schießen? Hä? Ja. Mein Freund, du stehst am nächsten. Wieso denn ich bitte? Ja, also, ich krieg die Steine nicht mehr aufgenommen. Oh, fuck, was mein jetzt? Ist deine Tasche voll? Hat jemand von euch noch eine einzige... Ne, für dich nicht. Patrone? Ne. Scheiße. Dass man die nicht entladen kann, ist echt blöd. Wie eine einzige Patrone? Ja. Wieso, willst du den Kopf schießen oder was hast du vor? Nein, ich will sie auseinandernehmen, um die Tipps da zu bekommen. Nein. So blöderweise habe ich alle verballert, die ich bis jetzt hatte. Warum habe ich nicht die Bücher mitgeschleppt? Ey, der Minias, der hat immer sein Inventar voll. Profi, echt. Ja. So, wenn ich dich bis 21 Uhr zurückschaffe, muss ich mal gucken, ob ich mit Fleisch in der Tasche in der Nacht draußen bleiben möchte. Ja, das ist, du machst auch, weißt du, mit Stream, mit Ping von 120 im PvP und mit Fleisch in der Tasche um eins, ist unser Survival-Experte hier. Ja, aber ich habe hier 5 Pork und 16 Venison. Das ist natürlich schon nicht so schlecht irgendwo so. Allerdings muss ich ein bisschen was davon verkochen, weil... Jackie. Ich kann's noch gar nicht. Ja, was denn? Haben wir hier oben... Könntest du noch ein bisschen Zaun machen und damit unser Garten, ne? Ja, dann... Dann würde ich nämlich kurz mal hauen, weil man muss ja kein Wasser mehr setzen, hieß es ja. Ah, die Einrichtung ist schon frei, sehe ich gerade. Wo soll ich bitte schön das Gras reinlegen, die Plant Fibers? In welche Kiste hättet ihr es denn gerne? Brauchen wir so viel? Immer mal wieder. Okay. Zu den nee, ich bringe jetzt erstmal die Metallsachen hoch und dann hole ich die Samen und der Jack macht der Zahl noch einen Zaun, oder? Ja, dann. Wäre cool. Dann mach ich mir eine schnelle Axt und dann. Weißt du, was noch fehlt in dem Spiel? Sind Druckplatten wie bei Minecraft, wo die ja, automatisch zugehen. Ja, unbedingt. Was kocht denn hier ein in dem Iron-Gedöns? Ist da was grade, drin? Ja, da war gerade eben war da noch was drin. Warte mal. Herr Minias, kommen okay, Sie dann mal in mein Büro. Zum Antibiotikum hatten wir jetzt ja, ne? Genug, ne? Hier, Herr Minias, kommen Sie mal in mein Büro, bitte. Okay, dann, wenn wir Antibiotika haben, dann esse ich einfach mal so ein verdorbenes Sandwich. Ja, ich bin gleich da. Moment. Sofort. Moment. Die sofort. Sind 308. Gleich. Sofort. Deswegen. Entweder ja. Willst du oder du willst nicht. So. Ja, aber ich hab die Taschen voll. Weißt du, dann immer... Okay, Jungs, ich muss meine Pflicht erfüllen. Moment. Dann mach mal ein... Oh. Was denn? Ist ja. Die Tür doch offen? Wollen Sie zugucken? Sammel mal ein. Ich hab keinen Platz im Inventar. Was soll ich einsammeln? Ja, dann ist alles voll. Du keine Antibiotika, dann behalte ich sie alle für mich selber. Mach so in unsere Essenskiste hier. Ja. Sag mal, warum funktioniert die Breakdown? Weil der Jack Item bekommt keine. Boah, shit, wieder keine Pfeile? Gibt's doch nicht. Den Jack lassen wir lediglich verrecken. Naja, bla bla. Nee, mein voller Ernst, mein Freund, mein voller Ernst. Hey, ich kann keine Patrone ins Breakdown eaten. Ich hab 5. Bitte was? Wo gehe ich denn jetzt mal hin? Gib mir mal eine, ich probier mal. Aber warte mal, ich hab noch 2 Bücher, nimm die mal. Sammel die mal bitte ein, die beiden, Jackie. Oh shit. Und gib mir mal eine Patrone, werf sie mir hin, ich probier's mal, vielleicht hab ich schon gelernt. Ich hatte ein paar Bücher gelernt. Oh, ich hab Häuser gefunden. Cool. Wow. Eine 10 mm soll ich auseinandernehmen, oder? Oh, scheiße. Ja, ich habe gerade ein Antibiotikum gefressen. Super. Ih, das ist ja doof. Ja. Ja, und? Nee. Ist doch nicht schlimm, oder? Achso, wenn man nach rechts. Doch, ich brauchte keins essen. Mir ging's gut. Das war doch nach rechts in das Feld. Gut, dann kriegst du halt nächstes Mal, wenn du eins brauchst, nimmst du halt einfach keins. Dann gleicht sich das wieder aus. Was hältst du davon? Nee, bin ich nicht einverstanden. Du, ich kann mit der Bullet nichts machen. Also... Hier kannst du auch nicht drin liegen, ne? Nee. Das ist merkwürdig. Nee, ich werf's immer wieder hin. Liegt. Okay, ich will jetzt den Kram anfangen. Wo sind unsere. Irgendwas leckt hier gerade richtig, bei euch auch.
Ich habe Standbilder Nein. gerade. Nein. Okay. Ich würde auch den einen Kaffee anpflanzen. Ach, vielleicht hat der Server eine neue Region erstellen müssen. Und oder Blueberry sowas. Seeds mache ich auch gleich mit. Ja, hier, guck mal hier. Und hier ist Cotton. Das kannst du auch gleich anpflanzen. Naja, das kann man ja so pflanzen. Da brauchen wir ja keine... Ja, das ist aber schwierig. Wo kann ich Potassium Nitrate? Ach, da oben. Sammel es ein. Ja, jawohl, sofort. Bread und habt ihr noch sonst Samen? Weil ich habe jetzt hier nur einen Blueberry-Samen. Ich habe viermal Mais und einmal Kaffee. Habt ihr noch irgendwas? Hier unten habe ich es dir hingeschmissen. Hier liegt nichts, Schatzi. Da muss was liegen. Es liegt aber nichts da. Dann hast du es eingesammelt. Nein. Ich hab dir... Warum hab ich denn eingesammelt? Ich hab doch gar nicht E gedrückt. Das kann ich nicht beantworten. Warte. So, jetzt. Okay. Wieder eingesammelt, oder? Haben wir sonst noch irgendwo Samen drin? Er hat Samen gesagt. Nein. Hast du noch, Jackie? Nope. Okay, ich habe Antibiotikum gefunden. Das ist sehr gut hier für mich gerade. Gott, dann mach ich also das ich noch. Hätte dir auch was abgegeben von. Velcro mag sich nicht zurück. Aber oh, wir haben 17.10 Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das werde ich nicht schaffen, und glaube ich. Und ich war noch in den Häusern gar nicht drin. Aber ich sagte mal, weil ich hier. Aber dann. Ich werde das kaputte, das verdorbene Sandwich essen müssen. Und wenn ich Antibiotikum habe und ich kriege einen Debuff, dann kann ich den damit wenigstens wieder wegnehmen, weißt du? Aha. Jackie? Ja. Was am Mikrofon passiert. Ja. So, jetzt geht's. könntest du. Warum nicht? Erzähl erst mal. Noch ein Dings machen. Was denn? Einen Zaun fertig machen. Mach ich. Gut. Also, das ist jetzt wirklich so, dass man den Samen ohne Wasser anpflanzen kann. Wenn du ja. Willst, kann ich dir sagen. Nein, brauchst du nicht mehr. Wasser brauchst du nicht mehr. Oh, und die Ecke geht nicht, weil da der Zaun ist oder was? Das geht auf jeden Fall nicht. Ich brauche eine Stone Axe. Hilft nix. So, man kann nicht mehr kaputt treten. Ich bin drüber getreten und es ist nicht kaputt. Sehr gut. So, dann mache ich hier einmal Kaffee. Wie pflanzt man den Kaffee an? Muss man erst da irgendwie. Einfach den Kaffee so in den Boden packen. Nee, das will aber nicht. Aber du nimmst doch jetzt passiert. Jetzt, ja. Hier ist eine kleine. Da ist eine kleine Kaffeepflanze. Guck mal. Guck mal, ganz süß und klein. Hier. Vor mir, da. Wo denn? Da. Da. Du stehst direkt drauf. Das sieht aus wie Gras, Digga. Haben wir schon ein Blatt. Wir haben schon ein Blatt-Draw-Kit, oder? Ja. Dann schmeiß ich meins weg hier. Ja, dann schmeiß ich meins weg hier. Bringt sowieso nicht so viel Blut. Kann man das immer. Im Livestream benutzt. Kann man das mehrfach verwenden? Ja, unendlich. Okay. Deshalb, dann schmeiße ich meins weg, weil ich brauche den Platz gerade. Dann bringe ich nämlich lieber noch ein Pistol-Book für uns mit hier. Ich bin auf dem Weg zu dir, mein Lieber. So, den Garten bitte vorsichtig behandeln. Und die Maple Seeds pflanze ich jetzt wieder, um dir den grünen Gedanken, ne? So. So. Sehr gut. Jackie? Ja? Du hast Fans gemacht, gell? Irgendwas wie... Ist es einfach Wood-Fans? Schreibt man denn Fans mit E? Ja. F-E-N-C-E. Da gibt es aber drei verschiedene. Einer ist ein... Wood-Farm-Fans und ein Dings-Fans? Diese drei Bretter, die man dann sieht, das sieht man direkt. Mit dreien übereinander? Ja. Oh, ein Barb-Fans. Die nicht. Ah ja, sehe ich. Das sind aber praktisch auseinander. Ja, genau. Aber teuer, ja, genau. Zaun. Oder teuer, kommt da mehr raus als einer? Kann ich dir ja nicht mal sagen. Aber ich mach einfach mal drei, mal gucken. Das ist so geil, die Seen sind ja richtige Zombie-Gruben. Das findest du geil? Ja. Mal den Cooking-Pot behalte ich mal lieber hier für die Nacht. Wir haben, das ist vielleicht gar nicht haben, so doof. Haben. Ja, so. Aber für, keine Ahnung, für die Nacht ist vielleicht gar nicht so schlecht, um sich irgendwas hier herstellen zu können. Danach schredder ich den dann mal Scrap Iron raus. Also überhaupt, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht mehr brauchen könnt, macht am besten Scrap Iron raus. Idiot. Was? Nun war seine Aussage jetzt auch wieder nicht. Ja. Nein, ich Idiot. Achso. Verreckt doch ein blödes Stück. Jetzt aber nur schneuert. Guck mal, ich habe unseren Gartenzaun zugemacht.
gucken, der Garten ist viel zu groß, ich brauche noch einen. So. Los, wächst. Achso, angeblich sollen die auch jetzt schneller wachsen, die Pflänzchen da. Okay. Das war ja in einem Infovideo, was Valkyrie gemacht hat, war es ja so, dass das irgendwie nicht wachsen wollte, der Kram. Ja, Kaffee gar nicht. Oh mein Gott, habe ich mich sehr erschreckt. Okay, du hackst Holz, aber lass doch die kleinen Bäume nur, nimm doch die dicken, die bringen noch viel mehr. Und die brauchen viel mehr Stücke. Um uns herum mehr Platz haben. Sag mal, konnte man nicht irgendwie feste Steine machen, indem man zwei übereinander oder sowas? Nee. Das war doch irgendwie. Naja. Nee, eher so im Quadrat oder so angeordnet. Ja? Vier, fünf Stück. Kannst dir nicht mehr sagen. Dann mach ich ein Campfire, oh, juhu. Okay, egal. Ja, Lieben, wir sind wieder am Ende einer Folge Seven Days to Die. So langsam kommen wir auf den grünen Zweig. Also der Garten wird langsam angelegt. Wir hoffen, dass Valkyrie das da überlebt, draußen in der Pampa. Valkyrie, wie sieht's aus? Ich komme klar, ich habe gerade einen Keller entdeckt. Sehr gut. Gut, also, schaut auf dem Kanal von Valkyrie vorbei, schaut, ob er überleben kann und schaut, ob er Mist macht. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge von Seven Days to Die wieder, und zwar übermorgen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Und irgendwie Frau hat's raus, oder? Und sie schafft es immer wieder. Immer wieder. Ich komm immer rein. Woo. Bis ihr Lieben, war schön mit euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.